Nach Ostern sollen auch die Hausärzte in Deutschland gegen das Coronavirus impfen. Schneller wird es deshalb aber wohl erstmal nicht, denn Impfstoff ist weiter knapp. Zwar kommen aus dem gerade eröffneten BioNTech-Pfizer-Werk in Marburg bald zusätzliche größere Mengen zu den bislang gesicherten Kontingenten dazu. Perspektivisch sollen 3 verschiedene Impfstoffe in Hausarztpraxen verimpft werden können, so Bundesgesundheitsminister Spahn heute. Wir starten jetzt in den ersten beiden Wochen, also nächste und übernächste Woche, mit BioNTech ausschließlich für die Arztpraxen. Und dann ab der KW 16, der Woche danach, wird BioNTech und AstraZeneca in die Arztpraxen gehen. Und ab Kalenderwoche 17, um es noch komplexer zu machen, BioNTech, AstraZeneca und Johnson & Johnson in die Arztpraxen gehen. Ob es aufgrund der Entwicklung der letzten Tage da noch Anpassungen gibt, das müssen wir noch mal mit den Ländern erörtern. Aber grundsätzlich ist das das Vorgehen, das wir auch vereinbart haben. Und mein Kollege Markus Grill hat an der Pressekonferenz in Berlin teilgenommen. Impfungen in Hausarztpraxen starten nun bundesweit. Was ist die Kernbotschaft von Spahn heute? Ja, ich glaube überhaupt, dass es jetzt losgeht an dem Dienstag nach Ostern mit den Impfungen, und zwar großflächigen Hausarztpraxen. 35.000 Praxen sollen sich beteiligen. Und das ist sicher eine Erleichterung für viele, die auch bei den Impfhotlines scheitern und nicht durchkommen und die einfach einen Zugang zu ihrem Arzt haben und dann möglicherweise einfach jetzt doch schneller zu einer Impfung kommen, als wenn sie über die bisher komplizierte Prozedur da gehen. Ist denn überhaupt genug Impfstoff verfügbar dafür? Am Anfang noch nicht. Also in der nächsten Woche werden ungefähr 1 Million Impfdosen an die Hausarztpraxen gehen, in der übernächsten Woche auch. Aber schon Ende April wird sich das deutlich ändern. Da werden nämlich mehr Impfdosen in die Hausarztpraxen oder überhaupt in die Arztpraxen gehen als in die Impfzentren, nämlich pro Woche 3,5 Millionen. Also am Anfang dann die Hausärzte so 20, 30 Dosen pro Woche zur Verfügung haben, aber dann nimmt es deutlich zu Ende April. Ist das eine Hoffnung oder ist das ein Versprechen? Das ist zumindest die Zusage der Hersteller, also der verschiedenen Firmen, die ja genaue Lieferpläne machen, die genau ankündigen, wie viel Impfstoff sie Woche für Woche liefern werden. Und davon ist das Ministerium natürlich ein Stück weit abhängig, wenn es jetzt diese Planungen macht. Aber die Zusagen sind so, dass ab jetzt jede Woche 3 Millionen, 3,5 Millionen kommen werden und dass auch diese Zahl sich noch steigern wird im April und Mai. Am Anfang wird in den Praxen ja erstmal nur BioNTech verimpft. Welche Rolle wird künftig der Impfstoff AstraZeneca spielen? Ja, der Impfstoff von AstraZeneca hat natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Er kommt auch ab Mitte April dann auch in die Hausarztpraxen. Also die ersten beiden Wochen ist dann nur BioNTech. Dann kommt AstraZeneca und BioNTech und danach Johnson & Johnson und AstraZeneca und BioNTech. Da wird man sehen, wie viel denn jetzt Verunsicherung tatsächlich da ist. Also in den nächsten beiden Wochen noch, wo AstraZeneca in den Impfzentren verimpft wird. Da wird man sehen, gibt es viele Menschen, die ihre Termine absagen oder nicht mit diesem Impfstoff geimpft werden wollen. Und wenn das so ist, dann hat auch Spahn angekündigt, wird sozusagen nochmal eine Neubewertung der Situation stattfinden. Möglicherweise ist es dann doch, dass man die Möglichkeit erweitert, derjenigen, die sich auch jetzt schon impfen lassen können, wenn sie denn bereit sind, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Heute hat sich ja auch Bundespräsident Steinmeier mit AstraZeneca impfen lassen und sein Vertrauen in den Impfstoff betont. Viele Menschen sind aber bisher skeptisch. Rechnen die Hausärzte damit, bei AstraZeneca viel Überzeugungsarbeit leisten zu müssen? Ich glaube, es wird sicher viele Nachfragen in den Arztpraxen geben. Also jetzt, wie gesagt, in den ersten 2 Wochen noch nicht. Da gibt es keinen AstraZeneca, aber dann danach gehört es ja auch dazu, dass man sozusagen Patienten fair und umfassend aufklärt über mögliche Risiken. Doch nach wie vor ist das Risiko für jeden Einzelnen natürlich verschwindend gering. Also diese Vorfälle insgesamt sind jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100.000 aufgetreten. Also bei einer Person von 100.000 haben sich diese Nebenwirkungen eingestellt. Darüber müssen die Ärzte aufklären. Und dass der Bundespräsident jetzt sich geimpft hat, ist sozusagen ein bisschen das Gegenprogramm zu Horst Seehofer, der ja schon angekündigt hat, nein, er lässt sich da nicht vor einen Karren spannen, will sich jetzt nicht demonstrativ impfen lassen. Aber
für die Glaubwürdigkeit, dass der Impfstoff gut ist, sind solche Vorbilder sicher nicht schlecht, weil das eine ist eben, mit nüchternen Zahlen darüber zu informieren, was der Impfstoff wirklich leisten kann, nämlich dass er auch hocheffektiv ist. Und das andere ist natürlich, dass Menschen zu sehen, auch Politiker zu sehen, nicht nur Steinmeier, sondern auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat es ja schon demonstrativ gemacht. Also Menschen zu sehen, die sich dann auch tatsächlich impfen lassen und denen man eben, zu denen man Vertrauen hat und die man für glaubwürdig hält. Großes Thema im Moment ist ja auch die derzeit grassierende dritte Pandemiewelle. Nun wollte die Kanzlerin zusätzliche Maßnahmen, um diese Welle zu brechen. In Hamburg zum Beispiel gelten von morgen an nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Gab es da heute von Jens Spahn oder Andreas Gassen auch Aussagen zu einer möglichen Verschärfung? Also nicht wirklich. Also Andreas Gassen, der Präsident der Ärztekammer, hat ja mit etwas seltsamen Vorstellungen zu Beginn der zweiten Welle viele Mediziner auch überrascht, als er nämlich gesagt hat, ein Lockdown sei nicht zielführend und es sei auch nicht umsetzbar. Das hat für sehr viel Stirnrunzeln gesorgt. Auch heute auf Nachfrage wollte er sich da nicht präziser äußern. Allerdings ist es so, wir sind in einer starken dritten Welle. Wir erleben exponentielles Wachstum. Es gibt viele andere Ärzte, auch Intensivmediziner, die stark davor warnen, vor einer Überlastung ihrer Intensivstationen. Und insofern ist es natürlich nötig, dass man irgendwas unternimmt, um dieses exponentielle Wachstum jetzt wieder zu brechen. Also das, was man aus dem letzten Frühjahr kennt, flatten the curve, abflachen der Kurve, das ist jetzt nötig. Es gibt erste vorsichtige Zeichen einer Entspannung, nämlich gestern und heute. Man darf das nicht überbewerten, aber während in den vergangenen 2 bis 3 Wochen der Zuwachs im Wochenvergleich immer so um die 30% lag, sind es jetzt nur noch 10% Wachstum. Also immer noch Wachstum, aber doch ein etwas abgebremstes Wachstum. Das sind, wie gesagt, das betrifft jetzt nur die 2 Tage, gestern und heute. Aber es könnte doch ein Zeichen sein, dass sich vielleicht der Anstieg nicht mehr ganz so stark entwickelt. Danke, Markus Grill in Berlin.